In der heutigen Folge von Ghost of Tsushima ehren wir einen weiteren Schrein. Wir flöten das Gewitter weg und sorgen so für Sonnenschein. Und ein Händler schmuggelt uns auf seinem Wagen in das Mongolenlager, wo Taka gefangen gehalten wird. Jin Sakai lässt grüßen aus dem Regen und erweist uns die Ehre. Wir sind zurück bei Ghost of Tsushima, hier oben auf dem Ausguck, auf dem Gipfel, wo wir beim letzten Mal am Ende eine neue Schwertscheide gefunden haben. So, die können wir uns ja auch mal angucken. Mache ich das hier? Verbesserung, Schwertkit-Option. Ja, ja. Der Sturm des Sakai-Clans, das haben wir jetzt. Dann habe ich hier Yashas Glut. Und das hier, das haben wir gefunden. Mit tödlicher Präzision finden deine Klingen ihr Ziel. Ich denke allerdings, dass die Texte da nichts zu sagen haben. Das ist einfach nur ein Skin. Obwohl, der sieht gar nicht so schlecht aus. Aber ich mag das weiße Griffband, deswegen lasse ich das erstmal bei dem, was wir jetzt haben. Da ist auch unser Symbol drauf. Und bis wir den absoluten Überskin gefunden haben, behalten wir den, den wir jetzt haben. Den finde ich ganz cool. Eine Rüstung hätte da erstmal Vorrang, sozusagen. So. Wir haben uns beim letzten Mal mit einer Menge Mongolen rumgeschlagen, wie immer eigentlich. Und, ach da sehe ich schon wieder eine zerstörte Brücke. Da oben wollen wir hin. Oh Gott. Da oben wollen wir hin. Da ist ein weiterer Schrein. Und den will ich besuchen, bevor ich zu Yuna gehe. Denn Yuna wartet immer noch darauf, dass wir ihr helfen, ihren Bruder zu befreien. Das haben wir vor 500 Jahren irgendwann mal versprochen. Und sie wartet immer noch. Aber ich lasse mich natürlich immer wieder ablenken, ist auch ganz klar. Was ist das hier? Oh, eine Menge Leichen. Da ist die Frage, wie komme ich da hoch? Da oder da? Ich glaube, ich muss da runter. Und dann da hoch, anstatt da, weil da komme ich nur bis zur Brücke. Ich check das aber trotzdem einmal aus. Wer weiß, was da ist. Weil hier geht nämlich auch ein Weg lang. Und da kann ich hochklettern. Mal sehen. Wir haben auch endlich die Brauerei befreit. Ja, das war auch der härteste Kampf, den wir bis jetzt jemals hatten. Seit wir lebend aus der Schlacht von Komoda rausgekommen sind. So, was ist hier oben? Ist hier überhaupt was? Der Pfeilspitzenschrein. Richtig, so hieß er. Aber... Oh, hier können wir durch. Alles klar, alles klar. Komme ich denn hier hoch? Ich glaube, ja. Jo, alles klar. So, da die Brücken aber traditionellerweise auf dem Weg zu dem Schrein immer zerstört sind, muss ich jetzt irgendeine Alternativroute finden, um da hochzukommen. Ich würde es, glaube ich, mal da hinten probieren. Ja, hier erstmal runter. Nicht springen, das geht nur auf die Gelenke. Da ist ein... Oh, was war das? Eine Schriftrolle. Hier liegt einfach eine Schriftrolle rum. Wir sind weggelaufen, als die Mongolen kamen. Vater sagte, die Kami beschützen uns. Der Schrein wäre ein gutes Versteck. Da wären wir sicher. Ja. Ist das so? Muss ich vielleicht da hoch und dann darüber springen? Oder gibt es eventuell auf der Rückseite noch einen Weg, um hochzuklettern? Ich werde jetzt hier einmal kurz diesen Turm da auschecken.
sieht relativ... Obwohl, nee, da ist er. Da ist einer drin. Wenn der noch lebt. Wow, in welche Richtung gucken wir da gerade eigentlich? Nach Norden. Aha. Hi. Ihr seid unsere einzige Hoffnung, mein Herr. Wieso? Bei was? Gut, dann bin ich halt einfach mal so die einzige Hoffnung. Komm ich auch mit klar. Upp. Kann ich mit leben. Ist hier... Ah. Hallo? Mein Bruder wollte Samurai werden, Fürst Sakai. Er baute sich einen Bambus-Trainingsstand. Trainierte den ganzen Winter über dort. Bambus schneiden. Ein hervorragendes Schwertkämpfertraining. Vielleicht kann ich mit eurem Bruder üben. Leider starb er vor ein paar Jahren am Fieber. Doch beim Anblick eines Stands mit Flagge denke ich immer an ihn. Ich von nun an auch. Danke. Leb wohl. Ha. Gut. Heißt das, hier ist so ein Bambus-Ding in der Nähe, oder? Ja. Gott sei Dank geht er immer schnell die Leitern runter, oder? Ist hier denn so ein Bambusstand? Ich glaube nicht. Nee. Gut, na dann zurück auf unseren Pfad. Zum Kami-Schrein. Und wenn wir den haben, dann zu Yuna. Yunas Bruder hockt nämlich seit Tagen in so einer Zelle. Und wir denken nicht mal daran, ihm zu helfen. So schnell wir können. Der Pfeilspitzenschrein. Ja, wieso habe ich Kami-Schrein gesagt? Irgendwas war da mit Kami. Okay, hier komme ich schon mal nicht hoch. Dann versuche ich es mal da hinten. Das ist alles ein bisschen komisch. Über die Brücke kamen wir nicht. Es gab keinen offensichtlichen Weg. Hier vielleicht? Warum ist das da unten verbrannt? Das muss ich mir angucken. Ist das ein Teil einer Brücke? Oh ja, der Teil. Okay, verstehe. Aber... Ach, Moment. Okay, dann haben wir irgendwas übersehen, Leute. Irgendwas haben wir übersehen. Irgendwo kommen wir hoch. Oder können auf einen Vorsprung springen oder einen Baumstamm... War ich doch schon. Also hier bin ich. Der Pfeilspitzenschrein. Hm. Ah. Ja, ja, ja. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Warum habe ich mein Schwert jetzt gerade rausgenommen? Weg damit. So, hier, hier und hier. Bambus. Das ist der Weg, den wir brauchen. Ein paar Blumen einsacken. Da ist Eibenholz. Vorräte. Vorräte. Sehr gut. Ja, ich weiß. Ich weiß, ist ungemütlich.
Okay, Kletterpartie, alles klar. Haben wir hier noch irgendwo Zeug? Nee. Man weiß ja nie. Warum ist andauernd Gewitter? Ist das hier üblich im Süden der Insel? So, darüber oder mache ich jetzt gerade ansonsten einen Fehler? Nee, ich glaube, darüber. Komme ich da an den Baumstamm? Oha. Ja, kann sein, dass es nur dahin geht, wenn ich quasi von da, von da hinten. Ja, okay, dann lass uns mal hier rüber. Oha, oha, ich dachte für einen kurzen Moment, das schaffe ich nicht. Bin ich überhaupt richtig? Oder habe ich gerade alles verkackt? So, hier ist wieder die Brücke. Ah, okay. Nee, ich glaube, ich bin... ich bin richtig. Oh, was war das? Was war das? Moment, Moment. Nächste Schriftrolle. Vater ist krank. Er hört nicht auf zu zittern und das Essen wird knapp. Als wäre das nicht schon schlimm genug, sind jetzt auch noch die Mongolen zurück. Mein Bruder hat Angst, dass sie einen Weg über die Brücke finden. Ja... Oh, oh, oh. Hey. Einer von denen hat's zumindest nicht geschafft. Da ist ein... Ich komm nicht hier hoch. Nee. Da schon mal nicht. Aber hier. Was war das denn? Bricht der Baum irgendwann ab? Ah, okay. Jetzt müssen wir von da nach da nach da. Verstehe. Jump. Achso, nee, der Baum schwingt einfach nur nach. Ich dachte, der geht kaputt. Ja, bricht irgendwann unter unserem Gewicht zusammen und dann müssten wir wieder von vorne anfangen. Also. Oha, weil das ist ein Weitersprung. Und jetzt darunter? Sieht so aus, oder? Leinen. Ah ja, okay. Oh Junge, hier geht's weit runter. Du hast echt Nerven, hier hochzuklettern. So. Wir sind da. Glaube ich. Irre Aussicht jedes Mal hier. Das Zeug hier nehmen wir noch mit, bevor wir uns dem Schrein widmen. So. Die letzte Schriftrolle. Vater starb letzte Nacht. Ich bin so müde, aber ich kann nicht schlafen. Nicht, solange die Sonne scheint. Es ist so schön hier oben. Ja. Und wo ist er? Der diese Briefe geschrieben hat. Keiner weiß es. Talisman. Talisman des Landwirtschaftskamis. Oh, ein Ligusterholz. Da hinten, wo der Rauch aufsteigt. War da der andere Schrein?
Guck da hinten. Da, wo der rote Baum im Hintergrund ist. Auf dieser Felsnadel. Da ist bestimmt auch noch ein Schrein. Was für eine Aussicht jedes Mal. Irre. So, hier ganz vorsichtig. Jin. Da habe ich nämlich Blumen gesehen. Für Blumen riskieren wir gerne unser Leben. Okay, dann wieder runter. Was war das da vorne? Waren wir da? Ich glaube schon, oder? Ja, müssten wir eigentlich. Gut, dann ist jetzt... Ah, wir sind auch schon fast... Irgendwo... Dahin ist irgendwo die Festung, wo Yuna auf uns wartet. Da unten brennt was. Ich denke mal, irgendwo da hinten müsste das sein. Okay, na dann. Dann nehmen wir nochmal hier, was ist das? Ligusterholz, noch ein. Oh. Ja, soweit wir wissen, ist Ligusterholz immer wahnsinnig wertvoll. Oh ne, da will ich nicht riskieren, runter zu springen. Dann lieber nochmal hier hin. Ja, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Blumen. Und jetzt hier. Kommen wir heil runter? Ich glaube nicht. Scheiße. Oder? Doch. Ja, wunderbar. Okay. Dann haben wir diesen Schrein auch fertig. Dann lass uns jetzt mal in die Richtung. Ja, okay. Nee, hier kommen wir runter. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich dachte, ich müsste hier wieder einen haxenbrechenden Sprung von der Klippe wagen. Aber er macht's ganz zivilisiert. Sehr gut. Ich muss das nochmal... Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich war hier, oder? Ja. Nee, hier. Genau hier sind wir langgekommen und haben... den Typen herausgefordert. Was ist das jetzt? Ach, die Einwohner sind zurück. Waren die eben auch schon da? Oder in der letzten Folge, meine ich? Was ist los? Ihr seid unsere einzige arme Hatsu, mein Herr. Hatsu. Sie wird gewiss bald verhungern. Von wem redet ihr? Eine Witwe. In den Außenbezirken von Tsutsu. Sie lebt allein und kann für sich selbst kein Essen beschaffen. Warum lebt sie dann alleine? Gut, dann gucken wir nach einer alten Witwe. Aber erst nachdem wir Yuna geholfen haben. Oh, verdammt. Ja, wir sind immer noch auf dem richtigen Weg. Wir holen uns aber jetzt mal hier... Nobu. Auf geht's. Mal ein bisschen Gas geben hier. Oh Mann, ey, ein Fuchsbau. Ach, Leute, ey. Nicht, dass mich das nervt, ja, aber andauernd, wenn man sich mal vornimmt, so, ey, jetzt geht's los, ja, jetzt gehe ich endlich mal dahin, wo ich hingehen wollte, dann kommt schon wieder rechts oder links irgendwas und man denkt sich, ah, das kann ich nicht links liegen lassen. Es ist ja aber auch gut. Es bringt mir mehr Talisman-Plätze und es bringt mir nur Vorteile, wenn ich das mache. Bei den Quellen bringt mir das mehr... Ach du Scheiße! Wie der Fuchs gerade. Der ist halb geflogen.
Zum Glück habe ich einfach auf Spring gedrückt, weil er auch gesprungen ist. Aber dass das so weit war, hätte ich nicht gedacht. Ja, mit den Schreien bekommen wir halt mehr Talismanplätze und mehr Talismanplätze heißt einfach mehr Boni bei Waffen und Rüstung. Also, warum beschwere ich mich eigentlich? Ist doch alles gut. Es kostet halt Zeit. Oh, Moment. Etwas zirpt hier und meine Tracht des Reisenden sagt mir, dass hier irgendwo ein Artefakt rumliegt. Aber wo? Jetzt hat's aufgehört. Ist das unten? Moment, Moment. Warum kann ich hier wieder... Nee. Oder, Moment, Moment, oder ist es oben? Ist es hier noch ein... Nee. Hier ist doch gar nichts, oder? Ach da. Ein Banner. Haben wir auch noch nicht so viele gefunden bis jetzt. Zwei von 80, möchte ich mal kurz anmerken. Ja. 80. Oh Mann, ey. Wir sind im Asamo-Vorland. Irgendwo war hier auch noch eine andere Aufgabe, beziehungsweise eine Stadt oder das Dorf Asamo selbst. Das werden wir aber, wenn wir Yuna geholfen haben und wir weiterhin da unten bleiben sollten, dann gucken wir uns das mal an. Ja, das sieht aus, als würde es hier sehr, sehr tief runtergehen. Ja, nicht machen. Aber Vorrang hat Yuna. Und wenn was auf dem Weg dahin uns, oder es schaffen sollte, uns abzulenken, dann sind es maximal Vögel, Füchse und Mongolenpatrouillen. Was Brennendes ist aber auch... Oh, das sind... Ja, ich weiß, ich weiß. Liegt das auf dem Weg? Nein. Natürlich nicht. Aber ihr da vorne... Moment mal, Moment mal, Moment mal. Was ist denn mit euch los? Sauber. Was waren denn, was hatten die denn für einen Auftrag? Das war ein Speer vielleicht, oder? Und das hier ist... Haben die einen ganzen Wald abge... Oh, haua, haua. So, das sieht mir nach etwas Größerem aus. Hier irgendwo... Das ist doch ein... Ist das vielleicht das Lager, wo ihr Bruder gefangen... Weil das sieht mir stark nach einem Gefangenenlager aus. Nee, pass auf. Ich werde erst
Yuna aufsuchen. Vielleicht führt sie uns ja dann gerade zu diesem Lager, was wir da vorne gesehen haben. Kann ja nicht schaden, erstmal zu Yuna zu gehen. Und falls das nicht das Lager sein sollte, können wir das immer noch danach aushebeln oder erkundschaften oder befreien oder was auch immer wir damit machen wollen und sollen. Wer weiß das schon? Ja, das sieht mir nämlich ziemlich groß aus. Was ist das? Wildschweine! Ich trau denen irgendwie nicht. Ich gehe denen immer noch aus dem Weg. Da vorne ist irgendwas im Wald. Ist das vielleicht der Treffpunkt? Es ist so ruhig. Mal abgesehen vom Donner, der schlägt. Pass auf. Na, na? Hilft's? Zumindest haben wir blauen Himmel. Eigentlich müsste auch das Gewitter jetzt weg sein. Aber da müssen wir mal gucken. So. Du sagst, Phil, lass mich nicht Leute anstarren, die Pferdeblut trinken. Das war keine Bitte. Nicht nach Komatsu. Das war ein Missverständnis. Da ist sie ja. Das war ein feiger Sakehändler, der seine Haut retten wollte. Und es hat funktioniert. Sakehändler? Das saure Reiswasser. Und du? Brauchtest Augen am Hinterkopf. Einen Monat lang. Du bist paranoid. Du schuldest mir etwas. Taka zählt auf uns. Ich mag ihn ja, aber das ist zu gefährlich. Das klappt nie. Doch, es wird klappen. Ist das der Samurai? Für euch bin ich Fürst Sakai. Vergebt mir, mein Herr. Ich bin Kenji, aufrechter Händler, berühmter Sake-Brauer. Und bester Schwindler der Insel. Genau darum wird er uns helfen, meinen Bruder aus der Asamo-Bucht zu retten. Die Stadt ist eine Festung. Wenn die Mongolen sie haben, brauchen wir eine ganze Armee, um hineinzugelangen. Oder eine kleine Lieferung mit Sake. Das klappt niemals. Mach den Sake bereit. Wir besprechen den Plan unterwegs. Trinken wir doch erst was. Reden in Ruhe. Jetzt, Kenji. Ich hätte schon gerne was getrunken. Wenn wir näher an der Stadt sind, versteckt euch im Wagen mit dem Sake. Durchsuchen die Mongolen ihn nicht? Nicht mehr. Ich verkaufe ihnen immer diese Sake-Lieferung. Sie lieben mein Das. Aha. Das, Muglu, gib das jetzt! Ihr macht also Geschäfte mit dem Feind. Ich fülle die Mongolen ab und behalte dafür meinen Kopf. Können wir? Bereit? Möchtet ihr das wirklich durchziehen? Ja. Alles für Taka. Wartet ihr auf mich? Wie schlimm sieht es in der Asamo-Bucht aus? Ein paar Leute wehrten sich. Die Überlebenden sind Gefangene. Oder Sklaven. Aber Taka hast du nicht gesehen? Nein. Aber jemand arbeitet seit ein paar Tagen in der Schmiede. Vielleicht ja dein Bruder. Wie lange kennt ihr beiden euch schon? Ewig. Ich war jung und unbedarft. Ich fing gerade an, Sake zu brauen. Hab Yuna den ersten verkauft. Hat geschmeckt wie Pisse, aber war billig. Eine Weile wollte ich, dass Taka mir beim Verkauf hilft. Aber er ist zu gutmütig. Kaum drückt wer auf die Tränendrüse, rückt er Sake raus. Kostenlos. Mongolen. Mongolen, da vorne. Mongolen. Mist, ihr beide steigt besser in den Wagen. Sind nicht viele. Ich schaff das schon. Nein, Jin. Taka ist so nah. Bitte. Also gut. Dann halt ab in den Wagen. Seid bereit! Sie könnten in den Wagen schauen. Ihr meintet, das tun sie nicht. Beim Stadttor. Ich habe sie noch nie so weit draußen gesehen. Meine Hände! Bitte! Wie zieht der Boy? Ah.
Dars! Dars für die Asamo-Bucht! Dars! Beeilung! Nur noch ein Stückchen. Was war das für ein Geschrei? Ist nicht wichtig. Bleib unten. Macht Kaka das auch durch? Dein Bruder ist gelernter Schmied. Ihn werden sie nicht so behandeln. Das weißt du nicht. Naja, ein Schmied ist wichtiger als irgendein Holzfäller oder Sandwegschaufler, wie sie da gerade eben rechts zu sehen waren. Okay, dann war das kleine Lager, gehörte nicht dazu. Aber hier die Bucht und eine Stadt. Jo. Sieht gut aus. Asamo-Bucht. Mongolisches Gebiet, ja. Das hat wirklich geklappt. Netter, dezenter Hinweis. Oh nein. Da hat jemand die Mongolen verärgert. Was? Die halbe Stadt ist niedergebrannt. Lass mich raten, Taka. Hier trennen sich unsere Wege. Lass die Mongolen trinken und lenkt sie ab. Das werde ich tun. Seid vorsichtig, Kenji. Ihr auch, Fürst Sakai. Taka wartet auf uns. Gehen wir. Tut er das? Treffpunkt ist die Kreuzung hinter der Stadt, wenn wir fertig sind. Moment, ich habe hier nämlich... Ja, ja, genau. Siehst du, was blinken sehen. Oh, scheiße. Schneller, 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 schneller. Wir brauchen einen guten Aussichtspunkt. Hier lang. Denk dran, keinen Alarm. Wir machen das leise. Ja. Sonst büßen es die Gefangenen. Ist gut. Ja, ja, ja. Und sonst hat sie mich immer daran erinnert. Hier rauf. Da, am Tor. Spähen. Wer hat das Sagen? Ein Sklavenhändler. Bastard. Er begutachtet die Gefangenen wie Pferde. Vielleicht führt er uns zu Taka. Folge ihm. Und was mache ich? Mein Ziel... Sagen, ich hab ihn doch. Also ich weiß doch, wo er ist. Da war er das gerade? Ich glaube ja. Oh, 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 oh. Man sieht hier halt auch so schlecht. Taka geht es bestimmt gut. Er würde nicht fliehen. Verfolge ihn. Ich hab mein Ziel nicht verloren, er kam doch da gerade. Ei, sowas hasse ich ja immer, wa? Attentat. Hey, halt dich zurück. Wo ist er denn? Ach so, da. Was? Oh. Eiskalt werden sie da erschossen. Nicht runterfallen. Da aufs Dach. Muss ich denn jetzt darüber? Ja, wahrscheinlich. Da auf den großen, zum großen Scheiterhaufen. Nein, da ist er doch. Ja, das ist jetzt die Frage. Je nachdem, wo er jetzt gleich lang geht. Nee, aber ich werde hier rüber.
Hier. Ja. Guck mal, die haben auch alle Fackeln. Ich will auch eine Fackel. Was ist denn los? Euer Schmied Tucker. Er arbeitet schlampig. Ich glaube, er sabotiert euch. Ich wusste es. Tucker ist hier. Er ist mein einziger Schmied. Ich bin auch Schmied. Und ich bin viel besser als er. Der Sack. Ich habe kein Essen für zwei. Diese ich Ratte. Werde ihn los. Was? Aber ihr müsst zeigen, was ihr könnt. Dieses Schwein. Er wird Tucker töten. Wer? Der? Der Markt ist voller Mongolen. Da ist der Sklavenhändler, wenn er vor uns bei Tucker ist. Bleib bei mir, Yuna. Ich finde einen Weg. Okay. Das hat schon mal nicht funktioniert. Sehr toll. Oh, scheiße. Oh Mann, ey. Wo hätte ich denn rumgehen können? Wo bin ich denn jetzt? Da, der Sklaven. Kann ich ihn nicht einfach erschießen, verdammt. Finde einen Weg durch den Markt. Okay. Da war gerade schon mal scheiße. Oder kann ich hier runter, ohne dass mich jemand sieht? Vorräte, immer gut. Danke dafür. Hier ist einer. Oh, kann ich die mitnehmen? Nee, kann ich nicht. Hier geht's nicht raus. Scheiße. Da kann ich nicht rum, weil... Stahl. Okay, dann bleibt nur eigentlich der Weg. Okay, vergiss es. Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich. Ich hoffe einfach mal, dass das hier der richtige Weg ist. Das sieht halt stark beleuchtet, auffällig, in your face. Müsste richtig sein. Bleibe im Marktbereich. Toll. Wo ist denn dann... Boah, die sehen mich doch gleich. Oder? Wieso kann ich hier nicht weiter? Wieso kann ich hier nicht durch den Busch? Willst du mich verarschen? Oh. Ey, es darf nicht wahr sein. Der Bastard. Hast du ihn gerade... Samurai! Frust. Toll. Ich fange irgendwo an und werde direkt halb gesehen. Hä, wo muss ich denn hin? Folge dem Sklavenhändler. Wenn ich noch nicht mal mehr weiß, wo er ist, wie soll ich ihnen dann folgen, Leute? Nein, bitte. Ich brauche eine Pause. Da ist Tucker. Oh ja, super. Durch Zufall? Bitte. Yuna. Tucker. Was haben Sie getan? Du bist sicher. Wir müssen weg. Unmöglich. Sie schnappen uns, wie die anderen. Das ist Fürst Sakai. Er beschützt uns. Ihr müsst mir vertrauen, Tucker. Ihr müsst uns helfen.
Jawohl, mein Herr. Das lief ja Bombe. In der Nähe ist ein Tor. Dann brechen wir dort aus. Am Anfang dachte ich, die haben irgendwas mit seinen Händen gemacht, weil das so komisch aussah. Aber wahrscheinlich nicht. Was ist das? Sie haben den Sklavenhändler. Die töten uns! Verstecken! Nein, weiter! Wir können auf die Kisten klettern. Das können wir tun, ja. Und jetzt? Wohin gehen wir? Kenji erwartet uns an einer Kreuzung. Kenji ist bei euch? Wenn er es rausgeschafft hat. Na gut. Dann los. Okay, ja, das lief nicht so geil irgendwie. Da vorne ist er ja. Ist er das? Nee, das ist er nicht. Runter, runter, runter. So. An einer Kreuzung. Ist das nicht da vorne? Ja, das lief mit den ganzen Schleichen und so. Ich bin ein bisschen unzufrieden. Das lief nicht gut. Weil ich nicht wusste. Scheiße. Leute. Oh nö, nichts zum Verstecken. Runter hier hinterm Stein. Och, die sind auch noch in die andere Richtung gelaufen. Alles klar. Ich wusste nicht, wo ich hin sollte, um dem Sklavenhändler zu folgen. Und das mit dem Folgen und du hast ihn verloren, noch 15 Sekunden. Finde ich immer richtig dämlich, muss ich sagen. Mag ich nicht. Aber okay, wir sind jetzt durch da. Wir haben Tucker. Endlich mal. Er sieht auch noch recht gut aus eigentlich, dafür, dass er da schon seit Tagen schuften muss wie so ein Wilder. Ja, welche Kreuzung denn, Leute? Da unten. Okay. So. Hoffentlich ist ihm nichts. Pferde! Sie kommen uns holen! Geht ins hohe Gras und bleibt unten. Das ist Kenji! Tucker! Du hast es geschafft! Wurde die verfolgt? Nein, aber wir können nicht zurück zu mir. Da sind die Mongolen. Wir sollten gehen. Wir müssen möglichst weit weg von der Asamo-Bucht. Ja, bin ich auch der Meinung. So ein braves Pferd. Heute noch keinen Mongolen gesehen. Wir haben's geschafft. Wo gehen wir als nächstes hin? Dort ist ein Aussichtspunkt mit Blick auf ganz Isuhara. Geht's allen gut? Ich könnte einen Schluck vertragen. Und Schlaf. Bei einem davon kann ich helfen. Tucker, ihr seid so still. Zum ersten Mal seit Tagen fühle ich mich nicht dem Tode nah. Gern geschehen. Mein Herr, ich bin dankbar. Aber woher kennt ihr Kenji und meine Schwester? Ich verdanke Yuna mein Leben. Da haben wir etwas gemeinsam. Schützenanstieg. Ich bin nicht sonderlich sattelfest. Komatsu ist hinter dem Grab da. Sie haben eine Schmiede. Eine der besten der Insel. Da könnte man Werkzeug herstellen. Etwas, was Jin über die Mauern von Burg Kaneda hilft. Was meinst du, Tucker? Mein Herr, ich würde mich mit allem bedanken, da ihr mich befreit habt. Danke. Tucker, Kenji, ruht euch aus. Wir bleiben nicht lange. Wie geht es dir? Ich habe meinen Bruder zurück. Er ist mitgenommen. Kannst du ihn heil nach Komatsu bringen?
Mit Essen und Ruhe wird er wieder. Dein Bruder war nicht der einzige Gefangene in der Asamo-Bucht. Du willst sie alle retten. Und ihre Fänger bestrafen. Gut. Reite zu Komatsu Schmiede. Ich komme, sobald ich kann. Jin? Danke.